Hallo und herzlich willkommen zurück zu BioShock Infinite. Wir springen sofort in das neue, oder in das neue, sage ich schon, in die neue Folge. Wir haben im letzten Mal ein Codebuch gefunden, womit wir eine Chiffre entschlüsseln können. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf die Suche nach dieser Chiffre. Ich weiß nicht, wie die aussieht, wo die sein könnte. Aber mir wurde gesagt, dass es da Schätze gibt, also will ich die haben. Hier waren wir gerade eben. Das heißt, die Chiffre wird höchstwahrscheinlich irgendwo hier drin sein. Hier ist auf jeden Fall. Ach, Salz haben wir voll. Okay. Schrotflintenmunition ist sehr, sehr geil. Mein Turm. Ist nur fair, wenn die mir einen Anteil am Profit überlassen, oder? Was? Wovon spricht sie? Zuckerwatte. Nom, nom, nom. Schadensboost, Schadensboost, Schadensboost. Will ich einen Schadensboost? Panzerfaust, Karabiner, Präzisionsgewehr, Pistole, Maschinengewehr. Präzisionsboost. Pistole nehme ich. Pistole ist nett, ich mag meine Pistole. Haben Sie das Bandfeuer-Schock-Jockey kennen? Hier, für die Kasse. Geld? Warum hast du kein Geld? Du wolltest mir doch bestimmt Geld zuschmeißen. Warum hast du es nicht gemacht? Ja, danke. Das wollte ich haben. Ich danke dir. Dankeschön. Kriegst du das auf? Knacken. So, da muss ja jetzt was Gutes dahinter sein, wenn das schon 3 Picks kostet. Erledigt. Boah, Jesus. Ausrüstung haben. Nitro-Weste. Erhöhe den Streuschaden von Sprengwaffen. Was ist denn meine aktuelle? Kurzzeitig Unverwundbarkeit. Naja, irgendwie. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch brauche. Ausrüstung nehmen. Ich habe ja noch keine Sprengwaffen. Lockpick nehmen. Schreibtisch durchsuchen. Kiste, Munition für Panzerfaust. Wir haben aber keine Panzerfaust. Das Drehkasse durchsuchen. Kaffee trinken. Banane, num num num. Aber hier ist kein Chiffre drin. Hier war nichts. Gucken wir mal oben weiter. Hier irgendwas ist. Mülleimer. Okay. Lockpick. Nice. Silver Eagles. Auch sehr nice. Nehme ich immer. Gehen wir mal hier oben drauf. Was? Hä? Bin verwirrt. Was bringt mir das, wenn ich jetzt hier oben bin? Also da ist die Hall of He da ist die Gondel zur Hall of Heroes. Aber für die. Hä? Da oben ist die Gondel. What? Suche Schock-Jockey in der Hall of Heroes. Ich muss kurz verlassen, ob wir so gelangen müssen. Da runter. Ah, verdammt. Gut, dass ich unverwundbar bin. Ich will eigentlich dieses Chiffre-Ding noch finden. Muss doch irgendwo hier sein, oder nicht? Problem ist, dass ich echt überhaupt keine Ahnung habe, wie das aussieht. Keine Ahnung, wie das aussieht. Wonach ich suchen muss. Soldiers Field. Da kommen wir doch gerade her. Oder nicht? Der Verkehr zur Hall of Heroes wurde eingestellt. Anscheinend wegen der Sache mit diesem Mann, diesem Slate. Naja, ich schätze, wir können diese Skylines nehmen. Das ist absolut fantastisch.
Denkst du, dein gutes Auge könnte vielleicht ein bisschen Munition erspähen? Oh. Könnte ich gut gebrauchen, falls es Ärger gibt. Da muss ich rumsuchen, aber ich tue mein Bestes. Ach, das ist doch blöd. Ich hätte gerne dieses Schiff gefunden. Die Strecke ist frei. Wir können die Skyline zur Hall of Heroes nehmen. Oder wir suchen in der Bar die Straße runter nach Nützlichem. Ach, Mann, ey. Will ich. Komm, wir suchen noch ein bisschen nach dieser Chiffre. Vielleicht finden wir die ja noch. Vielleicht. Wer ist das? Slate? Den Burschen kenne ich. Scheint sich immer noch gern Feinde zu machen. Hier ist auf jeden Fall ordentlich Party gewesen. Das war ich nicht, glaube ich. War ich jetzt? Nö, hier war ich noch gar nicht. Doch. Hä? Hier war doch das mit dem... Nee, hier... Danke, dann nehmt ihr mit dem Maschinengewehr mit auf Toilette. Ist es vorbei? Bitte, es soll vorbei sein. Wer? Nimm was? Ja, alles einmal spülen hier, damit auch alles sauber ist. Vollkommen in Ordnung. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier vorhin schon war, aber anscheinend nicht. Doch, hier waren wir vorhin. Aber jetzt fahre ich nicht. Also nochmal runter fahre ich auf keinen Fall. Frage ist, ob hier noch irgendwo was ist. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Ebenstehen. Bla bla bla. Aber wie viele Lockpicks habe ich jetzt? Habe ich 5? Nein, habe ich natürlich nicht. Ach Gott. Manu, wo sind denn die ganzen Lockpicks? Schade. Brauche ich gar nicht. Ich brauche so viel Munition bei der Kraft. Irgendwie finde ich, wenn wir die Teufelsbrust Killer-Kellen, cool. Ich bin ja ein bisschen ratlos, ob ich. Ich finde dieses Schiff nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Ich weiß, es gibt relativ schnell auf, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wonach ich suchen soll. Rauf, immer schön die Skyline rauf. Wie Gollum jetzt sagen würde. Sind auf jeden Fall richtig. Warum sind hier tote Menschen? Was ist hier los? Präzisionsgewehr. Wo stehen die denn? Wo stehen die? Ups. Na, so geht's natürlich auch. Das wollte ich aber eigentlich gar nicht. Wollte eigentlich anvisieren, aber ich bin nicht bei Counter-Strike. Hallo, Zylon. Na also. Ja, jetzt wissen wir, wo ihr alter Freund Slate ist. Besorgen wir uns dieses Rockjockey unter nichts wie weg. Shit, ey. Gott! Oh, das ist Elizabeth. Die darf ich nicht anziehen. Weiter schießen!
Ich suche noch. Ich hab Munition. Da. Danke. Suche welche. Ich habe gerade andere Probleme als Salz zu suchen. So. Ist da sonst noch irgendwo einer, der mir auf den Sack gehen will? Nicht? Okay, ausgezeichnet. Hurra. Sieht aus, als wären wir reich, Mr. DeWitt. Ach, die Musik im Hintergrund ist schön. Hurra, hurra. Hm. Betritt die Hall of Heroes. Bereich verlassen. Booker DeWitt. Zu rar ist jeder Schlag von Mann, nehmen. Für Gott und Vaterland. Doch hier verehren wir ihn, der hat gekämpft. Sind die alle tot? Warum sind die alle tot? Salzautomat, her damit. Was hast du denn Schönes? Du hast bestimmt irgendwas Cooles. So viel Geld habe ich leider nicht. Oh, hier ging aber die Post ab, du meine Güte. Hast du irgendwas Schönes? Schadensboost für... Pistole? Nicht? Ein Maschinengewehr? Nee. Brauche ich nicht. Präzisionsgewehrschaden ist schon gut genug, finde ich. Ich will lieber noch ein bisschen sparen. Vielleicht kriege ich ja Zinsen. Unser Prophet Vater Comstock. Kommandant der 7. Kavallerie. Der Mann hat die 7. Kavallerie nicht angeführt. Ich erinnere mich nicht mal an den Kerl. Corporal DeWitt hat sich an diesem Tage tapfer geschlagen. Ich glaube, ich spinne. Slade? Bist du das? Du warst schon immer anders. Nicht wahr, Booker? Du begehrst keinen Ruhm. Hör zu, ich sehe, du steckst hier in irgendeinem Schlamassel. Wenn du uns an dieses Schock-Jockey-Zeug ranlässt, dann sind wir gleich wie... Der Blechsoldat Comstock will unseren Tod. Wir sterben nicht von seiner Hand. Es gibt Ärger. Verdammte Scheiße. Meinen Männern bleibt nur die Wahl. Tötet ein Blechsoldat sie. Oder ein echter Soldat. Muss das sein? Na mal. Tu was für dein Geld und stirb. Siehst du bist ein Killerbunker. Gib uns das Schock-Jockey. Wenn du die Kraft willst, Booker, dann schenk meinen Männern den Ehrentod. Sie erwarten dich bei Wounded Knee und Pain. Oh Mann, ey. Genau das, was wir jetzt brauchen. Silberbarren. Da hätte ich ja fast besser 30 so finden können. Noch ein Lockpick. Was gibt's hier vorne noch Schönes? Salze nehmen, Tasche durchsuchen. Nice, ausgezeichnet. Ja. Ich würde sagen, wir machen für diese Folge an der Stelle hier Schluss. Beim nächsten Mal werden wir uns angucken, was der Slade noch alles so vorhat und ob der uns das Schock-Jockey gibt oder nicht oder was wir dafür tun müssen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte liken, subscriben, kommentieren, teilen, alles was geht. Danke für den Support. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.